Ich bin absolut dafür, dass man eine gendergerechte Sprache einführt. Aber wer bitteschön hat entschieden, dass wir diesen Sternchen-Innenweg gehen? Gab es da irgendwann mal ein Entscheidungsgremium? Wer hat das entschieden? Ein Uniseminar? Die Taz-Redaktion? Und wenn ja, war in diesem Gremium ein Songwriter-In, ein Reimer-In mit dabei? Hat sich irgendjemand mal darüber Gedanken gemacht, was das für uns bedeutet, die wir das alles vertonen müssen, rhythmisieren müssen? Wenn bei jeder Gruppenzugehörigkeit eine Zäsur und zwei Silben mit dazukommen? Jakobiner-Innen. Die Englischsprachigen kriegen das doch auch hin. Ja, aber die Englischsprachigen agglutinieren dann nicht. Die agglutinieren nicht. Nein, wir Deutschen agglutinieren ja. Also nicht so schlimm wie die Türken. Die Türken sind ja die Oberagglutinierer. Aber wir setzen auch vor unsere Wortstämme Vorsilben und hinter unsere Wortstämme Nachsilben. Manchmal sogar mehrere Nachsilben. Wir haben diese monsterlangen Worte und die wollen in einem Chanson alle richtig betont sein. Wir haben Worte mit eingebautem Dreivierteltakt. 1, 2, 3, 2, 2, 3, Kraftfahrzeug, Zulassungsstelle, bip. Jetzt sag mal, Kraftfahrzeug, Zulassungsstelle im Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. Kraftfahrzeug, Zulassungsstelle. Falsch. Es heißt nicht Zulassungsstelle, es heißt Zulassungsstelle. Jetzt sag mal, Jakobinerinnen im Dreivierteltakt. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Jakobinerinnen. Falsch. Es heißt nicht Jakobinerinnen, es heißt Jakobinerinnen. Und dann die Reime. Hat sich jemand mal darüber Gedanken gemacht, was das für uns heißt, wenn wir plötzlich alles auf innen reimen müssen? Was reimt sich denn schon groß auf innen? Binnen, drinnen, von Sinnen. Polizisten zum Beispiel ist doch ein wunderbares Reimwort gewesen. Polizisten hocken in den Kisten. Polizisten führen lange Listen. Polizisten fahren auf den Pisten Ski. PolizistInnen, Bienen, drinnen von Sinnen. Die Brötchen vom Bäcker sind lecker. Die Brötchen der BäckerInnen, Bienen, drinnen von Sinnen. Ich muss mal sagen, für mich als Norddeutschen gäbe es da eigentlich eine ganz einfache, sehr praktikable Lösung. Wie? Das plattdeutsche Plural-S. Das plattdeutsche Plural-S? Ja. Wir gehen rüber zu Lehrers. Weil mit Lehrers sind sie alle gemeint. Ja. Der Herr Lehrer, die Frau vom Lehrer und seine ganzen diversen Kinder. Stimmt, die Plattdeutschen haben dieses Plural-S. Also die sagen ja zum Beispiel, bei Hafenarbeiters ist immer gute Stimmung auf der Bude. Ne? Die Polizistens jagen die Verbrechers. Ja. Also wir müssten nur das plattdeutsche Plural-S mit der Bedeutung belegen, männlich, weiblich und nicht binär. Und wir hätten nicht mehr diese monsterlangen Wortkonstruktionen. Ja. Ne? Pieker, was ist besser? Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger, oder? Liebe Wählers, liebe Bürgers! Die Reden der Politikers werden nicht mehr so lange. Pluralis includens. Okay, und was machst du mit dem Singular? Da haben wir im Deutschen den großen Vorteil, wir haben das dritte, das sächliche Geschlecht. Die Franzosen, die Italieners, die haben nur zwei. Ja. Wir müssen einfach unser deutsches, drittes, sächliches Geschlecht mit der Bedeutung geschlechtsneutral belegen. Bei das Kind fragt sich ja auch niemand, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Oder ein diverses Kind. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Also sagen wir in Zukunft das Polizist. Jedes Polizist trägt ein Namensschild. Am Morgen lässt das Bäcker das Auszubildende in das Backstube. In die Backstube. Stimmt, Backstube muss man nicht gendern. Ne? Also sagen wir, am Morgen lässt das Bäcker das Auszubildende in die Backstube. Ja, ja. Ganz normal. Okay. Ich meine, das Letzte, was wir wollen, ist ja irgendwas verkomplizieren. Nein, wir wollen nichts verkomplizieren. Pieker, ich sag dir mal einen Satz. Die WählerInnen wählen die ParlamentarierInnen, die aus einer Reihe von KandidatInnen eine Person für das Amt des/der Bundeskanzlers/Bundeskanzlerin bestimmen. Oder? Die Wählers wählen die Parlamentarier, die aus einer Reihe von Kandidaten jemanden für das Amt des Bundeskanzlers bestimmen.
Naja, das Amt des Bundeskanzlers, das klingt sächlich und männlich gleich. Also von das Bundeskanzler. Das ist ja genial. Das ist ja der süddeutsche Genitiv. Dativ statt Genitiv. Ich habe schon gedacht, das Ganze ist so norddeutschenlastig. Nein, das ist wunderbar ausgeglichen. Wir Süddeutschen verwenden ja nicht den grammatikalischen Genitiv. Wir sagen ja nicht Heidis Haus. Wir sagen ja das Haus von der Heidi. In der Schweiz sogar von das Heidi. Plattdeutsch gendern mit Benedikt. Wird sich's durchsetzen? Nur wenn die Zuschauer es mitmachen.